Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltungskunst, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kann das was? Und zwar spielen wir Ball 3G. Ja. Auf Steam hat es eine sehr positive Bewertung gekriegt. Es ist quasi so ein... Ja, okay, es ist keine richtige Mischung aus Airhockey. Du spielst halt mit so einem Airhockey-Puck auf einem Fußballfeld und musst dann versuchen, den Ball ins gegnerische Tor zu bekommen, so wie ich das zumindest auf den Fotos gesehen habe. Auf jeden Fall schon mal harte Techno-Mucke. So, Nickname eingeben. Ihr seid direkt von Anfang an dabei. Ich bin übrigens Sebastian. Guten Tag. So, wir auch, heißt mir natürlich. Ist auch zu haben. Sehr schön. Und erstmal machen wir die Optionen etwas... Oh, geil. Machen wir mal 50. Ist dem Spiel auf jeden Fall schon scheißegal, dass wir den schon runtergedreht haben. Ah, nee. Ach, weißt du? Komm, reicht so. Wir sind immer noch laut genug zu hören. Shop, was kann man hier kaufen? Wir haben 100 Credits, alles klar. Yeah. Celebrations! Boah, krass, wir können uns... Ach, wir können uns verschiedene Dinge kaufen. Ah, so... Ah, das ist quasi wie Rocket League. Glaube ich. Ich habe es noch nicht gespielt, bisher. Ist wie Rocket League, denke ich mal, nur free to play. Jetzt kann man sich hier so Accessoires für seinen Puck holen. Okay. Alles klar. Shot Effect. Ah, ah, die sind aber alle ziemlich teuer, ey. Was kostet denn so Coins zu kaufen? 700 kosten 2 Dollar. Okay. Was kriegt man denn so für 700? Da, 750. 2 Dollar, also dann kriegt man so einen komischen... So eine komische Spirale. Blue Trial. Alles klar. Ah. Default Look. 900 kriegt das verschiedene Aussehen für gewisses Geld. Allein schon hier 100. Wer gibt denn bitte 100 Dollar aus in diesem Spiel? Naja. Wir haben es bisher noch nicht gespielt. Vielleicht ist es auch das geilste Spiel der Welt. Wissen wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, yeah. Ab geht's. Vielleicht ist es auch cool, aber trotzdem immer so Free-to-Play und da Geld reinstecken ist, weiß ich nicht. Ist jedem immer selber überlassen. Ich würde es nicht tun, naja. Ja, Tutorial. Das letzte Tutorial hat uns ja hart verarscht. Okay. WASD ist steuern, alles klar. Kriege ich hin. Space ist jumpen. Wow, okay, so. Tüt. Ah, ich kann richtig Kasala geben. Ach so, okay. Coole Sache. Hallo. Als ob ich das treffe. Ich treffe das doch niemals. Okay. Das ist ein Lupfer gewesen. Interessant. Congratulations. Nein! Oh. Das Spiel hat mich verarscht. Okay, das... Ah, okay, ich muss gedrückt halten und dann dagegen fahren. Interessant. Okay, das ist gar nicht mal so leicht, Freunde. Ich drücke nach E. Warum zieht der denn dann nach links? Na egal. So, jetzt nichts Falsches drücken. Boah, habt ihr gesehen, diese Pro-Skills? Jetzt heißt ja auch was drauf. Alles klar, ihr wisst jetzt, wie das Spiel funktioniert. Find a game. Ah, guck mal, ist sogar gut was los hier. Kein Passwort. Ja, direkt 12 gegen 12. Los, go, go. Connecting. Boah, ist eine Pille, schmeißt ab zum Rave.
Oh, was ein knappes Dingen. Warte mal kurz. Hab ich? Oh, warte! Ich kann spielen! Ui! Alles klar. Ohne Ball. Okay, du machst den Torwart, alles klar. Oh, 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 gefährlicher Schlag. Er schnibbelt das Leder zurück in die zweite Hälfte. Oh, oh. Pass. Oh, guck ihn ja, ein Traumpass, ein Zuckerpass. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Hui. Oh. Kann ich irgendwie sprinten oder so? Irgendwie Nitro, gibt's das hier? Oh, hört sie das, wie die Menge abgeht? Entschärfen! Oh shit! Ich stehe allein von vor! Was macht der Torwart da? Kann er es retten? Nein! Ah, verdammt! Schade, liebe Freunde. Okay. Die Meute wirft sich wieder in Richtung Ball. Nein, guck doch nach hier! Du Blindfisch! Ach komm, sprinten ist nicht. Die Geschwindigkeit geht mir auf jeden Fall schon auf den Keks. Nice. Shane ist auf jeden Fall schwierig mit Maus noch gleichzeitig irgendwas zu machen. Ich hätte lieber alles auf Tastatur. Oder das ist irgendwie wie Wind. Die Menschenmassen ist wie so eine Windböe, aber sind sie da, weil ich. Jawohl. Genau, gehört sich das. Ja, ich hab mich dazwischen geschmissen. Boah, ich bin der König des Fußballs. Ja, oh, oder er hat den Mann gesehen. Easy. Er macht sich Fleischhabe zum Abschluss bereit. Fleischhabe schießt und. Oh, Ecke für Blau. Oh, könnte das jetzt wenig Chance sein? Ja, ja. Wir auch. Ah, schade. Schade. Es war ein knappes Ding, meine Damen und Herren. Ja, und wieder. Es ist ein Tanz. Ein Tanz mit dem Leder, meine Damen und Herren. Das ist unfassbar, was sich hier zuträgt. Ja. Bam. Oh nein. Oh shit. Wie für Red am Arsch. Nee, 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 nee. Schiebung. Schiedsrichter. Ups. Lol. Wie gut die hier spielen könnte. Es ist ein bisschen peinlich hier gerade. Egal. Dabei sein ist alles, meine Damen und Herren. Batch. Den Nikolaus. Ah, als ob. Wir waren gerade im Angriff, Mann. Gibt's doch gar nicht. Man of the Match, Frazzy. Prepare to play. Go!
Jetzt machst du schon hier hochtaktische Gespräche. Ah, hat er uns ausgetrickst. Der Saftsack. Oh, 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 der. Na, nee. Das Leder ist verloren. Das Leder ist verloren. Spielen auf jeden Fall auch viele Deutsche. Ich glaube, ich bin auf einem deutschen Server gejoint. Ich habe einfach nur geguckt, wie voll der Server ist. Oh, whoops. Ah, oh, guck mal. Die sind aber schon krass, wie präzise die teilweise schießen, ey. Oh, guck's dir an. Corner Kick for Blue. Alles klar. Alle mal an die Geschütze. Ab geht's. Ah, es war so knapp. Oh, gerettet. Oh, oh mein Gott. Ich habe versagt. Es tut mir so leid. Aber finde ich auf jeden Fall cool, dass die Community hier ein bisschen cool drauf ist. Dass sie dich nicht direkt zu Tode flamen, oder? Oh nein, hat er ihn? Ja, schön, für blau. Easy. Jetzt schnibbeln wir Leder zurück wieder in die andere Hälfte, komm. Achso, man kann also auch in der Luft treten. Okay, interessant. Ja, nice. Ich muss sagen, das macht eigentlich gar nicht mal so wenig Spaß. Ich meine, gut, die Grafik ist jetzt halt sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Aber ist witzig. Kann man nichts gegen sagen. Ich habe ja die ganze Zeit wie so ein Bekloppter auf Shift in der Hoffnung sprinten zu können, aber es wird irgendwie nichts. Oh, hat er ganz knapp ein super Torwart. Ich sage euch, ein super Torwart. Ich habe keine Ahnung von Fußball übrigens, ne? Also, blame mich nicht dafür, weil ich jetzt hier sage, ich habe keine Ahnung von dem Sport. Ich bin eher so der MMA-Fan und so was. Kampfsport-Typ. Und jetzt, was wird da man machen? Bam! Oh. Boah, guck ihn dir an, wie er ihn zaubert. Boah, hab ihn geklärt. Hab ich ihn geklärt, meine Damen und Herren. Es ist ein Traum. Hier im Kieler Zwietracht-Stadion. Boah, bringt er die Flanke rein. Ja, guck, das macht gar nichts. Unsere Wand, die steht. Ich guck da ein bisschen zu. Ach, komm, du kommst da eh nicht über die Mittellinie. Was ist da los? Gibt es eigentlich sowas wie Abseits hier? Oh. Easy. Ja, easy. Oh. Also. So, ich. Ohne Scheiß. Mich würde nicht wundern, wenn Bayern als nächstes Please kauft, ja? Was eine Glanzparade, ey, ich sage dir. Der Keeper ist alles. Ja, hä? Was? Wie für Rot? Gibt's ja nicht.
Boah, und direkt schön nach vorne gespielt. Leo 2000, ab geht's. Er sieht den Ball. Gibt rüber zu Frack. Was macht Frack? Verwandelt er ihn? Frack spielt nochmal. Schade. Egal, Eckball für Blau. Wird es jetzt das 1:0? Wir werden es gleich sehen. Whoop! Alles klar. Ja, easy. Easy. Da muss ich mir nochmal kurz an die Nase kratzen. Boah, schade. Oh nein, er ist drüber gesprungen. Egal, Frack rettet den noch. Frack geht rüber. Er sieht. Oh. Alter, ich werde hier voll übergangen. Schade. Was ist jetzt mit meiner Nase los? Die Pollen fliegen wieder, Leute. Ich kann es euch gar nicht anders erklären. Die Pollen fliegen einfach wieder. Guckt direkt an die Wand geklärt. Den Roten gar keine Chance gelassen, irgendwie zu agieren. Das ist jetzt. Rot hat Einwurf. Und Bogdalino wartet. Er steht. Ich glaube, er ist. Nee, er ist doch nicht AFK. Er sieht. Er hat versucht, hat aber leider versagt. Leo 2000 fordert. Er fordert den Ball. Was macht Please? Please lässt ruhig angehen. Please guckt sich. Oh. Hat sich verschätzt, macht aber gar nichts. Oh oh. Frack war frustriert, schiebt den Ball einfach weg. Oh nein! Bogdalino hat das 1:0 für Rot erzielt. Ich glaube es nicht. Ja, ich sage dir, ohne Scheiß. Was geil. Ich gehe jetzt nicht vor die Kamera. Ich sehe scheiße aus. Robin ist da. Hi. Hi. Oh, was spielst du denn da? Ja, wir sind hier gerade in der Kandaswasser. Oh, guck ihn dir an, gerettet. Eine Glanzparade. Wir sind gerade in der Kandaswasser-Aufnahme. Wir spielen Ball 3D. Ich muss sagen, es ist ziemlich witzig. Ich habe so keine Ahnung von Fußball. Ich laufe einfach irgendwann zusammen. Aber es ist witzig. Das sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus Eishockey und Fußball. Ja, so wie Eishockey-Puck. Du spielst quasi mit dem Eishockey-Puck und battlest deinen Ball. Alles klar, Rot hat Abstoß, macht uns natürlich gar nichts. Glanzpao, noch nicht, alles klar. Ja, guck direkt. Keine Chance, ja. Rot wird mit Mann und Maus untergehen. Jetzt führen sie noch 1:0. Warte mal auf die zweite Halbzeit, Freunde. Keine Schnitte. Ja, guck, Frack geht zum Ball. Schafft er es noch? Kann er ihn klären? Und? Nee, aber ist eh für uns, also alles gut. So, die Mannschaft sammelt sich wieder vor dem Tor, meine Damen und Herren. Was wird geschehen? Frack am Ball. Er wartet, bis sich alle vernünftig positioniert haben. Und nun passiert nichts. Er lässt die Zeit runterlaufen. Das ist taktisches Gameplay, meine Damen und Herren. Das ist taktisches Gameplay. Ich würde trotzdem gerne spielen. So. Rot hat geklärt. Macht aber gar nichts. Konki hat den Ball. Oh, er spielt nach vorne. Ich glaube, abseits gibt es hier gar nicht. Aber kein Ding für Please. Please hält den Kasten einfach. Der hat gerade so eine Parade hingelegt. Da glaubst du gar nicht. Out for Blue. Alles klar. Und wieder gleiches Szenario. Frack lässt sich wieder. Macht Psychospielchen mit dem Gegner. Er wartet. Er tänzelt vor dem Ball. Das ist seine Ecke, ne? Ja, das ist echt. Das ist es. Kannst du gar nicht anders sagen. Oh, da kommt der Ball. Oh. Ich hör mal die ganze Zeit wie bekloppt auf Shift in der Hoffnung zu sprinten. Macht er aber nicht. Ja, wie auch ohne. Ja, Easy Blue hat den Abschlag. Ich pimmel die ganze Zeit auf der Mittellinie. Ich mach gar nichts. Ich würde aber auch gerne mitspielen. So, jetzt mit ins Getümmel. Ach, Red Wins, schade. Ach, den Amateuren lässt es einfach mal ein Spiel. Aber es war knapp. Ach, es geht direkt von Spiel zu Spiel. Alles klar, wir sind also schon im Match 3, habe ich gerade gesehen. Okay, interessant. Alles klar. Gut. Ja, ich dachte, das ist Halbzeit oder so. Ah, guck, Blau hat geblockt. Frack am Ball. Frack spielt. Ja, oh. Ach, schade. Da wurde er von seinem Team mit Kameraden geblockt. Da, aber jetzt sind wir dran. Und. Bam! Jawohl! Wir auch setzt sich durch. Oh oh. Wir auch hat den Ball verloren. Rauf da. Ey Jungs, klaut euch nicht gegenseitig den Ball. Ihr habt so schön zusammengespielt. Falsche Richtung. Ich wollte gerade sagen, nicht auf unser Tor zu rennen. Aber Please ist im Kasten, der hält den schon. Und oh, ich sollte meinen kleinen Fingerfall das da tun. So,
Goal Kick for Blue. Mir fällt der Stöpsel aus dem Ohr. So. Oh, Rot hat sich schon versammelt vor dem... Ah, nee, Keule. Nee, ja, guck. Leo 2000 hat sich den Ball ergattert. Spielt über Damant. Frack ist dran. Oh, Moritz ist dran. Kommt das zum Abschluss? Ah, ja? Nee? Ah, hat dann drüber geholzt. Es ist ein Krimi, meine Damen und Herren. Hier schenken sich beide Parteien nichts. Das ist voll geil, das Spiel. Ohne Scheiß. Bap. Oh. Ja, guck, den gegnerischen Spieler geblockt. Da kommt er nicht dran. Oh, Kameraverschiebung vor dem Wind. Easy. Was? Den hat er auch uns ausgebolzt. Okay, er chillt einfach auf den Tor drauf. Auch gut. Oh, falsche Richtung, Kamerad. Oh, aber Frack klärt ihn. Klärt ihn? Ja, er klärt ihn. Und er kommt zum Abschluss. Jawohl. Ein Traum. Ja. Oh, oh, er kommt zurück. Es wird gefährlich, meine Damen und Herren. In unserem 16er befindet sich der Ball. Oh, Baller. Oh, Andi, das... Oh, Eigentor. Oder? Nee, doch nicht. Ja. Können wir uns leider in der Wiederholung nicht mehr angucken. Torwartvorlage. Jawohl, meine Damen und Herren. Wir auch ganz vorne mit dabei. Pass zu Leo. Okay, und nee, oder auch nicht. Egal, lass dein Frack rangehen. Das geht. Ja, das geht voll gut. Guck ihn dir an. Nein. Direkt wieder zurück. Oh, da wurde gehebelt und gelupft. Wo? Guck mal, die fahren auf einer Schiebung. Wo ist der Schiedsrichter? Bam. Oh, das darf nicht für rot werden. Ja. Oh, oh, der ist doch heiß, der Ball. Der ist doch richtig heiß, meine Damen und Herren. Da, weg. Was? Okay, ich habe das System noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, meiner Meinung nach hat Rot das wieder jetzt ausgeballert. Also, die Mannschaft versammelt sich. Oh, der will es doch mal richtig spannend machen. Der scheint einfach rauszuknödeln, das Ding. Aber der ist... Jawohl. Jetzt haben wir... Ich glaube, wir müssen ihn selber ins Aufschießen bekommen, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. So ganz habe ich das nicht durchblickt. Weil letztes Mal auch den letzten... Über den Wolken. Ja! Oh! Also mit Einschätzen ist schwierig. Kann man irgendwie ranzoomen oder so? Nee, Maus... Gesundheit. Der Pollenflug ist stark um diese Jahreszeit. So sieht das aus. Oh, Gewaltschuss von wem auch immer das gerade war. Jetzt spiel nach hinten. Schade, egal. Oh, das ist frei. Freier Marsch zum Tor. Frack ist dran. Ah, jawohl. Ecke für uns. Wird es der Ausgleich sein? Ich hoffe doch. Leo 2000 fordert lang. Was wird Frack machen? Wird er in die Masse spielen oder über lang spielen? Er spielt in die Masse und wir auch schießt. Ah, der Keeper klärt aber was ein Scheiß. Sehr gut. Ja, was war das denn? Das war nicht so richtig gezielt, glaube ich. Wir haben es hier nur mit Profis zu tun, meine Damen und Herren. Naja. Aber ich finde die Community auch sehr geil. Du wirst ja nicht direkt zu Tode geflamed. Trotz eines Free-to-Play-Games. Ich habe auch schon gerade reingehackt. Ich komme in der Tastenbelegung nicht klar. Das war schon. Das war der Shit. Schnapp den Stuhl oder setz dich wenigstens hier. Oh, sorry. Setz dich wenigstens hier hin. Schnapp den Stuhl, Alter. Muss ich die ganze Zeit so rumstehen? So. Goal Kick for Blue. Aha. Das liegt aber schon ewig. Da müsst ihr schon dreimal gesehen haben. Bam, erklärt. Oha, du lebst aber gefährlich, Kollege. Was spielst du denn? Oh, oh, oh. Easy. Easy. Leo 2000 vor links. Alles klar. Spiel auf Viertel vor drei. Nee. Oh, der Keeper will es aber richtig. Ja, erklärt ihn, aber easy. Oha. Hat's. Aber knapp gefischt. Ach, die Zeit läuft nicht weiter, solange der Ball stillsteht. Okay.
Leo, 2 Tonnen. Du musst stärker passen. Alles klar. Ja! Oh, ich habe irgendeine Taste gedrückt. Verdammt, das hat mir den Block versaut. Ah, V war das. Okay, interessant. Goal kick for blue. Alles klar, der Torwart macht das. Wo denn? Ach da. Aus der Schussbahn rausgehen. Er schnibbelt das Leder. Gekonnt in die zweite Hälfte zurück. Oh! Direkt vorm Tor schmeißt sich die Mannschaft auf ihn. Ich warte, um den Ball abzufangen. Brauche ich gar nicht. Alles klar. Gut. Keine Ahnung. Hauptsache weg, der Teil. Ich habe in der Zuschauermenge eingesehen. Jetzt komm, spiel schon ab. Es wird knapp. Ah, ich verschätze das immer. Aber ich meine, unser Gegnerteam besteht auch aus harten Leuten. Die haben teilweise Leute mit dabei, die haben einfach auf die Tastatur gehauen, um ihren Namen da festzulegen. Also das müssen schon echte Pros sein. Oh ja, und da haben wir drüber gelupft. Easy. Wir auch am Ball. Für die deutsche Nationalelf. Nächstes Jahr am Start. So, ihr wisst Bescheid. Ja, da musst du aber noch ein bisschen trainieren, bis das so aussieht. Was? Ich block den Spieler. Schiedsrichter gibt's ja anscheinend nicht. Ich mache eine Blutgrätsche halt nächstes Mal. Ohne Beine. Ja. Es geht mir auf den Keks. Ich drück schon die W-Taste rein. Ich glaube, ich habe das Keyboard gleich kaputt gekloppt. Ohne Scheiß. Ich drück da drauf, ne? Wie blöd. In der Hoffnung schnell. Das ist aber auch wie bei so einem Controller. Du drückst da drauf in der Hoffnung, du drückst den linken Trigger richtig hart rein, in der Hoffnung schneller zu fahren. Und du hast gar nicht gerade zum Ball geguckt. Er versucht, unser Torwart zu blocken, aber Please lässt sich davon natürlich nicht beeinträchtigen. Er erklärt es einfach in die rechte Seite, auf die rechte Seite. Ich stelle mich jetzt einfach ganz krass vor dem. Okay, hat nicht funktioniert. Der will es aber nochmal richtig spannend. 4 Sekunden noch zu spielen. Ne, das war's. Er hat gewonnen. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Moritz! Man of the Match. Was ist das denn da gestartet? Ja, keine Ahnung, wie der steht. Ja, auch am Ball. Oh, leg davor. Ich habe gerade irgendwie gegen den Schreibtisch getreten. Also, was denn jetzt hier so drin? Was denn jetzt? Ja, es war Preparing-Phase. Also, du kannst dich schon mal jetzt damit auf Rocket League vorbereiten. Auf jeden Fall. Du weißt direkt, was los ist. Ich frage mich, was der Spieler da gesehen hat. Leo stimmt für einen Seitenwechsel. Weiß ich nicht, ob das. Oh! Oh! Aufpasse! Boah, dreht der den. Es ist ein Zauberer am Ball. Nee, der hat ihn angedreht. Kann man auch irgendwie mit Q und E. Ja, nee. Oh, die Mannschaft ist gut. Guck ihn dir an. So, alles klar. Wo? Wieso? Kein, ich weiß auch nicht. Erstmal den Ball nehmen und laufen. Ja! Oh, guckt ihn euch an! Oh. Ich dachte, jetzt ist der Ball immer erst da, aber zu springen, ey. So. Ja, easy für uns. Wir gehen jetzt auf die Barrikaden. Aber wir sehen es aber überall in unserem Feld hier. Und. Oh! Boah! Alter Schwede. Grätschen, Beine ziehen am Trikot und so. Alles zusammen. Klar, mit so einer komischen Bestreifung. Ja, sicher. Oh. Please lässt nach. Der braucht einen Schluck Wasser. Guck mal, ich weiß nicht. Jetzt versucht das Team auch verzweifelt ein Tor zu schießen. So, jetzt greifen wir an. Jetzt greifen wir an. Okay, wir lassen es doch bleiben. So. Jetzt wird er quer reinspielen. Ich sehe das schon kommen. Leo 2000, der hat Bock, der will. Ja, ja, ja! 1:0 fürs blaue Team, meine Damen und Herren. Das erste Mal in dieser Aufnahme sind wir in Führung gegangen. Ich glaube es nicht, dass ich das in meiner... Hallo? Achso, die haben Anstoß. Okay. Ich dachte, wir können alle wie blöd für so ein Lemming auf den Ball zurückrennen. Oh! Reicht also auch mit dem 1:0. Wir sollen keine Tore mehr schießen. Jawohl! Der Ruth hat's ins Aus befördert. Easy going.
Wo schießt du hin? Wir müssen nach Alter! Ja, egal, wir müssen den Ball jetzt haben. Nice. Frazzy hat ausgefrazzt, mein Freund. Schapp spielt ihn rein. Spielt ihn überall lang. Lupft über den Torwart drüber. Aber der Torwart klärt. Ich bin echt nur irgendwie Moderator. Ich mache irgendwie nichts Großartiges in diesem Match hier. Das ist voll kacke, ich will mitspielen. Und aber egal, ist für uns. So, jetzt stelle ich mich extra nach vorne hin. So, ich stelle mich jetzt ins Tor rein. Oh, oh, da wollte aber einer hier einen gedrehten spielen. Haut die ganze Zeit wie bekloppt auf die E-Taste drauf. Alles klar, jetzt, das müsste aber einer sein jetzt hier. Leo 2000, lang Mitte, alles klar. Und! Batch! Oh, nee. Und zurück! Nee, das andere zurück. Ups. Chubb ist sichtlich empört. Da geht er ran. Jawohl, schönes Ding geklärt. Okay, nein, nicht über den Spieler. Block ihn weg, easy. Ja, lass mal Türpchen bauen hier. Hui. Alles klar, weg vom Tor. Frack hat die... Call ist Call. Frack hat gecallt. Einfach weg vom Tor bolzen. Machen wir. Da sind wir. Bam. Jawohl, easy. Da haben sie den Ball gekriegt. Keine Ahnung, wieso. Ich wüsste generell, wie das Spiel das berechnet, aber naja. Ah, schade. Da weißt du, 1:0 reicht. Das wird, braucht ja eigentlich nur das Spiel zu versauen. Ne? Genau. Ein Tor haben wir geschossen. Oh, er zaubert. Er tänzelt auf den... Er tänzelt auf den Ball. Aber Rot wird jetzt umso aggressiver spielen. Wir haben noch 2,5 Minuten Spielzeit. Oh! 2,5? Ja, 5 Minuten geht das Match. 2,50. Ja, 2,50. 2,5 wäre 2,30. Hä, oder sagst du mir fast 3 Minuten noch? Was? Das kann auch nicht funktionieren. Ja, zwei aber, ach so, ich dachte, das läuft ab. Nee, nee, das läuft drauf. Das läuft drauf, ja. Dann sitzt du noch 2 Minuten. Ja. Kernkompetenz. Ah! Kompetenz, meine Damen und Herren. Jawohl! Moritz! Schönes Ding. Was eine Combo! Nice! Okay, verdient er ganz klar. Wenn wir das jetzt verlieren, dann deinstalliere ich das Spiel. Werde ich danach sowieso machen, aber das Spiel. Was? Ist das etwa nichts, was du dein Leben lang weiterspielen willst? Nee, aber ich muss sagen, das ist cool für die LAN, ehrlich gesagt. Das kann man ja sich schon stimmt kloppen. Das ist echt cool für die LAN. Das finde ich auch. Kann das was kosten? Nein, das ist kostenlos. In Kann das was werden nur Free-to-Play-Spiele getestet. Das müsste aber ein sicheres Ding sein, Freunde. Wenn wir uns jetzt nicht allzu blöd anstellen, dann sollte das eigentlich im Kasten sein. Don't call it. Schnitzel. Nein. Das hat nicht. Ja! Ah, oh, guckt's euch an! Da fixiert er. Jo. Lass ihn ins Ausgehen! Okay, doch nicht. Ach so, nee, er will aggressiv rein, er will, dass da was kommt. Nicht alle auf dem Haufen, Frack fordert Distanz. Er will den Raum bereit machen. Jawohl. Wie beim Bambini. Alle auf den Ball drauf. Ja, er guckt, er täuscht, er schießt. Aber Eckball für uns. Easy. Das ganze Team versammelt sich im 16er. Ja, wie ich will oder Frack. Ja, entscheidet euch doch. Leo 2000 ist verwirrt. Und. Ja. Sprinten. Nitro. Oh mein. Wo willst du denn hin? Erst einmal im Team entschuldigt. Oh, ja, 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 ja. Oh! Ein Traum. Das war fast schön. Jo, gefährlich. Gefährlich. Ich will was tun. Hast du toll gemacht, hast du dann. Ganz toll. Oh, oh, oh. Aber das müsste... Oh.
Was hat sich der Bauer dabei gedacht? Fragt sich die Menge. Ja? Nee? Oh! Nee, ja, das weiß man nie bei der Geschwindigkeit von diesem Pucks. Ja, die sind irgendwie echt gemütlich, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Oh, da geht er ran an den Ball. Jetzt rasieren wir euch, alles klar, Ansage von Frack. Der will aufs Ganze gehen heute. Was macht er denn da? Ich hab keinen Bock auf den Ball. Pfeifen wir dran vorbei. Blue wins, Man of the Match, Chubb. Easy, und mit diesem, ich glaube, es geht jetzt direkt weiter. Ich sollte das, glaube ich, verlassen, das Spiel. So. Mit harter Techno-Mucke wieder. So, was kann ich als Spieler abschließend zu diesem Spiel sagen? Es macht Spaß. Hat man mir vielleicht auch angesehen. Es wird mein Leben davon abhängen, habe ich kommentiert. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Auch wenn man nicht mal viel mitgewirkt hat, es war trotzdem lustig zuzusehen. Wie ist es denn so, wenn man da zugeschaut hat? Wie hat man das Spiel so empfunden? Ja, es sah simpel, aber spannend aus. Ja. Also, ne, wie eigentlich bei jedem kann das was spielen. So den ganzen Tag würde ich es jetzt nicht spielen, aber so halt für so zwischendurch, wenn man mal irgendwie auf einen Kollegen wartet oder so, oder halt mal auf einer LAN ist und mal nichts zu zocken hat, kann man es mal ausprobieren. Wie gesagt, Link haue ich euch in die Videobeschreibung. Wünsche euch noch einen schönen Montagabend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.